Willkommen zu einem weiteren Mobile Game, das mir auch wieder meine liebste statistische Community empfohlen hat, und zwar Death Incoming. Und natürlich sind wir wieder alle freudig dabei und freuen uns natürlich, und deswegen sagt auch wieder die Community Hallo. Ja, Leute, und deswegen würde ich sagen, fangen wir an. Ich bin gespannt. Falls du mal live dabei sein möchtest, komm auf www.twitch.tv/saftigesgnu und dann würde ich sagen, legen wir mal los, aber natürlich nicht ohne meine Pussos. Frag mich nicht nach der Füllung, das ist intim. Übrigens heute gefüllt mit Nuss-Nougat und mit Vanillecreme. Okay, wir fangen an mit Hörnchen. Level 1, wir starten. Ich will noch kurz wissen, was das hier ist. Free. Ach, ich kann mir... Okay, ich kann mich hier also auch komplett einrichten. Das ist natürlich sehr verlockend. Warum kann ich mich einrichten? Was ist denn mein Ziel? 2000 Jahre später. Okay, bevor ich mich hier jetzt austobe... Ach, ich kann mich sogar auch ändern. Okay, wir lassen mal kurz alles, wie es ist. Ich starte einfach mal, um mir ein Bild von dem Ganzen zu machen, was mir meine Community da empfohlen hat. Los geht's. Level 1. Okay. Wird getötet von einem elektronischen Schock. Das ist Level 1. Ich muss... Ist das ein bisschen... Ach, da unten ist ja auch was. Ist das ein bisschen wie... Es ist wie Final Destination, oder? Also ich mache das jetzt... Oh, okay. Oh, ich sehe... Oh Gott, nein! Oh, das ist ja böse. Ich wusste, dass es wieder was Statistisches ist, Mann. Und was muss ich jetzt machen? Ach, ich hole mir dann die Seele. Ach, das ist ja richtig krass. Und da hole ich mir den nächsten. Oh mein Gott, das ist sowas von meinem Game. Warum stehe ich noch immer auf so eine kranke Scheiße? Okay, ich nehme mal an... Okay, er fällt nur hin. Ach, ich darf das auch probieren. Okay, hier fällt er nur hin, tut sie nicht weh. Es hat tatsächlich was hiermit zu tun. Ach, das muss hier hoch. Aber warum? Ach, weil er es dann holt. Oh mein Gott, das ist ja richtig sadistisch. Leute, jetzt mal eine Frage. Spielt ihr das zu Hause in eurem Bettchen oder was macht ihr damit? Kennt ihr das? Kennt ihr das Spiel? Ja, nö, noch nie gehört. Nee, nie, nö, hab's durch. Gibt es auch mehrere Möglichkeiten, ihn umzubringen, oder ist es immer nur die gleiche? Der Hund möchte auch was zu futen haben. Oh nein, ich ahne Schlimmes. Warum will... Oh nein, ich weiß schon, was der Hund gleich fressen wird. Das ist ja wirklich pervers. Was kann ich mit der Schaufel machen? Kann ich das irgendwie wegdrücken? Das Hundefutter? Kann ich das Hundefutter... Okay, nee, das... Oh, okay, also es passiert schon mal was. Vielleicht die Schaufel hier hinlegen? Oh mein Gott! Und wie kriege ich... Halt, wie schaffe ich es, dass der Hund was zu essen kriegt? Kann es sein, dass der Kopf abfallen kann und es dem Hund reinfällt? Ja, also ich möchte nur mal nochmal hier andeuten, ich habe damit nichts zu tun. Das ist meine Community, die mich hier zu Glücksspiel und Morden irgendwie beauftragt. Hey, ich krieg nur 500, Mann, was ist all das? Keine Macht im Glücksspiel, bitte, Leute, lasst die Finger davon. So, Level 4 sind wir schon. Und ich kann mir, glaube ich, schon neue Sachen kaufen, kann das sein? Okay, ich kann mich also neu einrichten hier. Oh Gott, das ist ja wie Sims. Das ist so, oh Gott, da geht ja richtig viel. Hey, geil. Das ist schon gemein, ne? Du bringst Leute um und wirst dafür belohnt. Ich weiß nicht, ob das Spiel gut ist für kleine Kinder. Choked to death. Also zu Tode erwürgt. Ich bin mir nicht sicher, aber ich würde sagen... Oh. Ah, oh shit, oh shit. Er ist echt... Er ist an der Fernbedienung gestorben. Also es gibt jetzt scheinbar mehrere Möglichkeiten. Ich glaube, ich kann irgendwie ihn mit dem Hammer vielleicht erschlagen. Ich kann ihm seinen Arsch abbrennen. Ich kann das hier schmelzen. Und vielleicht kann ich hier irgendwie... Wozu ist der Hammer? Nein! Okay, überlegen wir mal, bevor wir irgendwas machen. Ich glaube, alles, was blinkt, ist theoretisch eine Möglichkeit, um... theoretisch jemanden umzubringen. Da Bullen und Stiere natürlich die Farbe Rot sehr mögen, gucken wir mal, was passiert, wenn ich hier die Farbe Gelb drüber mache. Das tendiert ihn natürlich überhaupt nicht. Rot wird er jetzt höchstwahrscheinlich gleich übelst aggressiv. Das heißt, hier haben wir nur eine Möglichkeit. Und du wirst jetzt sterben. Und der Baum wird vielleicht okay. Ist das bescheuert, ey. Ich glaube, das ist somit eines der bescheuersten Games, was ich so lange gespielt habe. Wer ist eine Hochstaplerin? Lass uns ein Picknick machen. Wir können leckeres Essen mitnehmen. Warum streicht man eigentlich einen Baum? Gar nicht gerafft. Oh, er trinkt eine Soda, er ist sympathisch. Yeah, wir haben einen neuen Skin. Okay, Leute, Level 7. Bevor wir uns nachher richtig hier einpimpen, Level 7. Ich muss ein bisschen Geld sammeln für meine neue Bude. Ne? Killed by Inertia. Okay, ich glaube, es wird gleich laut werden.
Was haben wir alles für Möglichkeiten? Können wir den Auspuff verstopfen? Können wir das einfach runterschmeißen? Ich glaube, wir müssen das hier unten hinpacken. Dann bremst sie. Okay, nee, das bringt nichts. Vielleicht mehrere Kisten? Oh! Sie wurde aufgespießt! Ah, sie hat einen nice Booty. Okay, wir sind also unter Wasser. Ah, oh, eine Shark Attack. Okay, also du kannst doch bestimmt den essen, oder? Komm. Nee. Du frisst den. Kannst du den in den Arsch beißen? Oh, er beißt ihn. Oh nein, ist blutig. Jetzt kommt ein Shark. Oh Gott. Das wäre für mich so der absolute Albtraum, ne? Von einem Shark gefressen werden. Und vor allem noch so oft. 2000 Jahre später. Killed by Barbecue. Oh nein, wie ekelhaft. Ich glaube, ich muss sie mit Barbecue über... Oh nein, er säuft. Oh nein, ist sie schon schwanger? Ey, wir haben noch nicht mal angefangen, verdammt. Warum kann ich dem Doggy wieder Essen geben? Ah, okay, er will da hinrennen. Oh mein Gott. Wieso beide? Oh mein Gott, sie hatten das, was sie wollten. Ach du Scheiße, was ist das für ein blödes Spiel? Party. Killed by Ballistics. Okay, er scheint stark vergnügt zu sein. Das ist scheinbar Pepper. Was ist, wenn ich Wasser draufstelle? Wird er dann aggro, weil er eigentlich gerne saufen wird? Nein, ich wollte es nicht! Nein, jetzt will er das Wasser. Kann ich das Wasser vielleicht wegstellen? Warte, ich tu mal. Er schießt sie! Er wollte sie umbringen! Oh, er hat sie sogar umgebracht. Holy shit, was kann sie denn dafür? Was soll kein Grund, jemanden umzubringen? Okay, der ist ganz schön horny auf das Geld. Es gibt hier verschiedene Möglichkeiten. Schau dich mal an. Du siehst einfach nur schrecklich aus. Oh, er ist selbstverliebt. Oh, er hat's geschafft. Ich habe ihm geholfen. Okay, zieh mal die Schuhe an, damit du leise bist. Oh, viel zu laut. Scheiße. Mann, ich wollte... ich wollte noch die anderen Sachen ausprobieren. Hey, in Melbourne, ne? Da habe ich im 24. Stock in Australien gelebt. Und auf einmal sehe ich da so ganz viele Seile. Und ich war gerade in Unterwäsche und auf einmal hangelt sich da einer hoch. Und ich so, ah, das ist ja wie im Film. Deswegen muss er sterben, weil da habe ich einen schlechten Flashback von. Oh, okay, das hat aber nichts. Oh, was kommt oben runter? Oh mein Gott, ja genau, der hängt mit dem Anker nach oben. Und der Anker... so putzt man heutzutage Fenster, Mann. Killed by Tree. Ich glaube, dass unser lieber Otto jetzt... nicht unser lieber, bitte, unser lieber Beaver... das jetzt mal in die Griffe nimmt. Ich glaube, der Beaver muss einfach nur... Hä? Oder... okay, das war nicht. Oh, doch. Ja, genau. Hä? Warum jumpt der denn oben auf den Baum und zerbeißt den nicht fertig? Das ergibt doch gar keinen Sinn. Okay, da steppt jemand aber ganz schön selbstbewusst durch die Gegend. Oh. Okay, ich habe sie nicht umbringen können. Holy, look at that booty, man. Oh, jetzt glaube ich ja. Okay, Form. Okay, ciao. Oh, eine Ziege. Ich kann doch Ziegen nichts Böses tun. Okay, erst kann ich vielleicht ihm einen Hund geben. Er ist jetzt ein Hund. No, oh, und ich kann ihn jetzt bestimmt auch zum T-Rex machen, ne? RIP. Nein. Killed by Crocodile. Oh, das hatten wir noch nicht. Hm, er macht mal Musik drauf. Wir legen hier ein Stück Fleisch drauf, weil dann hört er es nicht. Oh mein Gott, wir waren richtig. So, jetzt nochmal. Er hört es nicht. Komm nochmal, Crocodile. Hol dir das. Ah, er dreht sich um. Ah, okay, er denkt, es ist ein... Oh meine Güte, ey. Wie lost kann man denn sein? So blöd ist man doch nicht, oder? Wer springt denn schon auf den Holz? Verdient der Tod. Oh. Killed by Fire. Du kriegst die Nuss. Der Hund rennt los. Du wirst jetzt gleich... Ah, der Hund lässt sich dann fest. RIP! Du sagtest doch ein Level. Ich kann nicht mehr aufhören. Spiel dieses Spiel nicht. Ich kann nicht aufhören, Leute für Geld umzubringen. Smash to death. Okay, wir hören jetzt auf. So. Ich mach mal ein bisschen Mucke hier jetzt. Okay, ciao. Okay, Leute, wir hören jetzt wirklich auf. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Empfehlt mir weitere lustige Mobile Games oder sonstige Games und komm gerne auf www.twitch.tv/saftigesu vorbei und die Community sagt auch wieder Bye!